i <laughs> you Hallo, Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film ISS. Ja, in diesem Film geht es, wie man sich denken kann, um die internationale Raumstation ISS. In dieser Raumstation sind immer sechs Wissenschaftler, drei russische Wissenschaftler und drei amerikanische. Und ja, das neue amerikanische Team. Kommt an, beziehungsweise ein paar neue Leute und zwar Dr. Kira Forster, gespielt von Ariana de Bose oder De Bose. Die kennt man zum Beispiel aus ähm, Hamilton aus dem, Jahr 2022, aus dem Jahr 2020 oder The West Side Story aus 2021. Und ja, mit dabei ist auch ähm, Gordon Barrett. Gespielt von Chris Messina, den kennt man zum Beispiel aus Er, der große Wurf. Und sein amerikanischer Kollege äh, Christian Campbell, gespielt von John Gallagher Jr., den kennt man zum Beispiel aus unter unter Underwater, es ist erwacht. Die Großwischen Kosmonauten bestehen aus Alexei. Pulloff, gespielt von Pelo Asberg, keine Ahnung, ist ein komischer Name auf jeden Fall. Den kennt man zum Beispiel aus Uncharted. Dann Costa Ronin, den, der spielt äh, Nikolai Pulloff. Den kennt man zum Beispiel aus Once Upon a Time in Hollywood. Und dann Masha Maschkova, die spielt Veronica Redroff und die kennt man zum Beispiel, die kennt man aus Survival Game, also den Namen kenne ich bisher noch nicht. Ja, wahrscheinlich ist sie nur in kleineren Produktionen oder halt in ausländischen Produktionen tätig gewesen, deswegen kennt man sie hierzulande wahrscheinlich eher. Nicht so. Ja, auf jeden Fall gibt es bei der ISS eine Regel. Man hilft sich gegenseitig. Das ganze politische Hickhack mit Russland gegen Amerika, bla bla bla, das hat auf der ISS nichts zu suchen. Jeder kümmert sich um seine Experimente. Und ja, auch Kira. Lebt sich so langsam, aber sicher bei der ISS ein, bis dann sie eine Entdeckung macht, die alles auf den Kopf stellt. Denn auf der Erde sind große Explosionen zu verzeichnen, beziehungsweise man kann sie sogar mit bloßem Auge vom Weltall sehen. Und dann bekommen die Wissenschaftler von Houston und von Moskau eine Nachricht, die alles auf den Kopf stellt. Ja. So ungefähr zur Story, ohne zu viel zu verraten. Also der Film ist ein Science Fiction Thriller und genau das ist der Film. Der Film ist wirklich ein Thriller. Der Film ist spannend. Der Film hat tolle geschriebene Charaktere, ob das jetzt alles immer so hundertprozentig realistisch ist, das muss man an der einen oder anderen Stelle vielleicht dahingestellt sein oder lassen. Denn ich glaube, sowohl die Drehbuchschreiber als auch die Schauspieler als auch der Regisseur, glaube ich nicht, dass sie mal im All waren und das alles dann jetzt bis ins kleinste Detail realistisch darstellen konnten. Aber für den Film... Hat das hervorragend geklappt. Man hatte wirklich diese, diese, ja, diese iss station wo man jetzt wirklich nicht das Gefühl hatte, man hat jetzt so riesig Platz oder so, wo man jetzt sich richtig breit machen konnte oder so. Nee, das hatte man eher weniger gehabt. Es war wirklich ein bisschen teilweise auch so ein ja, so ein beklemmendes Gefühl. Irgendwie hat sich dann in manchen Szenen die ISS ist wirklich wie so fünf Quadratmeter nur angefühlt das hat man richtig genial dargestellt und auch so wie gesagt also die Schauspieler die harmonieren auch wirklich hervorragend zusammen also da hat man auch wirklich ein sehr gutes Händchen bei der bei dem Casting bewiesen der Film ist eigentlich schon ähm, letztes Jahr erschienen aber ja wahrscheinlich durch den Autoren und Schauspielerstreik ist da wahrscheinlich auch etwas ins Wanken geraten, sodass der Film hierzulande dann erst dieses Jahr gestartet ist. Was bei dem Film halt so ähm, auch richtig genial war, ist die Spannung. Man hat da wirklich einen Spannungsbogen aufgebaut und, und so hinterher so, dass man gar nicht mehr weiß, wer Freund, wer Feind ist und alles und dies und das und hast nicht gesehen. Da hat man wirklich so viele Elemente mit eingebracht, dass man einfach nur sagen kann, es, ist, es sind viele Elemente drin, aber sie fühlen sich nicht, sage ich jetzt mal, so, so aufgesetzt an oder so, so gezwungen an, sondern sie fühlen sich wirklich homogen an. Sie passen wie ein Zahnrad ins andere hinein. Das hat man wirklich sehr stark gemacht. Und das tut den Film richtig, richtig gut. Und ja, diese. Ich weiß nicht, wie sie das die ganze Zeit mit dieser Schwerelosigkeit gemacht haben, weil das sah mir irgendwie nicht so aus, als wenn das die ganze Zeit so an Drähten gewesen wäre. Kann zwar sein, dass das mittlerweile so gut darstellen können mit den Drähten, aber ich weiß nicht, es sah mir an manchen Stellen wirklich so aus, als wenn die wirklich schwerelos gewesen sind. Also, wenn die das mit diesen Drähten gemacht haben, wie man das von früher teilweise halt kennt, dann ist das auch richtig krasse Arbeit. Also, ich habe mir den Film, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, ja, der Film könnte interessant sein. Jetzt habe ich den Film angeguckt und sage, der Film ist definitiv interessant. Und damit ich beim nächsten Kinofilm auch ein paar Snacks dabei habe, gibt es jetzt erstmal ein bisschen Werbung. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja, ISS, die berühmte Raumstation. Ein Science-Fiction-Thriller, der wirklich alles drin hat, was zu diesem Szenario passt. Ein Film, der wirklich sehr viel Action beziehungsweise weniger Action, aber mehr Spannung einfach hat. Also Action im Sinne, es passiert immer irgendwas und die Spannung da drin, die ist dann nochmal die Kirsche auf der Sahne. Die Schauspieler machen einen hervorragenden Job und wie die ISS nachgebaut wurde, das hat richtig Atmosphäre verursacht. Man ist da richtig drin in diesem Film und diese 96 Minuten, wie dieser Film geht, fühlen sich auch gar nicht so lang an. Und somit gebe ich den Film weil ich finde, man hätte da vielleicht noch ein bisschen ja, den Sound noch mal ein bisschen räumlicher vielleicht machen können. Das hat mir dann noch so ein bisschen gefehlt, aber alles in allem würde ich sagen, gebe ich den Film zwischen vier und fünf Totenköpfen. Da finde ich, ist der Film hervorragend aufgehoben. Ja, das war die Filmbewertung zu dem Film ISS. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten würde ich sagen, bis demnächst.